Ja, Video Teil 2. Wir sitzen immer noch im, oder ich sitze immer noch im 530 Diesel. F11, wir haben ja vorher gesagt, ja, wir haben jetzt Thema Zeitenmessgerät. Ich will es jetzt mit euch schon nebenher durchgehen. Auch wenn kurz die Kritiker wieder kommen, hey, wenn man Auto fährt, dann bitte nichts bedienen. Ja, okay. Selber vor Haustür kehren, dann kommentieren, würde ich sagen in dem Fall. Spaß. Ja, wir messen mit dem Q-Starts LT6000S. Das seht ihr hier. Super aufgeräumtes, sauberes Display. Ist relativ einfach zu bedienen. Wir gehen hier drüben, dann können wir die Modes durchgehen. GPS locker, Rally Race, Circuit Race, das heißt Rennstrecken, Rundenzeiten, Track Race 0 auf 100, 100, 200, 80, 120. Also völlig frei, wie ihr wollt. Wir haben eine relativ einfache Bedienung, wir haben eine externe Antenne, wir haben eine passende Software, die dabei ist, um die Werte zu korrigieren. Ja, also ich würde sagen, rundum sorglos, rundum ausgesorgt. Wir können jetzt hier gerade mal reingehen in Drag Race, bestätigen. 0 auf 100 können wir jetzt in dem Fall schlecht messen, wir sind auf der Autobahn, das heißt, wir können hier nicht anhalten. Wir gehen zurück, hier haben wir eine Custom Map. Custom Map heißt im Endeffekt selber voreingestellt, da kannst du drauflegen, was du willst. Da haben wir jetzt das Thema 0 auf 100 draufgelegt, gehen wir gerade mal rein. Jetzt zählt er einen Countdown runter und er wäre jetzt bereit. Das heißt, sobald ich jetzt die 100 erreichen würde, wir können das gleich mal kurz simulieren. Allerdings haben wir relativ viel Verkehr. So, jetzt haben wir, hätten wir die 100 erreicht. Und dann zählt er, dann fängt er an zu zählen. Mit einem Signalton oder Piepston, dass man weiß, ja okay, er ist jetzt aktiv. Allerdings, wie schon gesagt, lässt jetzt momentan der Verkehr nicht zu. Wir haben heute Nacht, oder ich habe heute Nacht ein paar Lokfahrten gemacht. Wie schon gesagt, wir sind korrigiert nicht ganz eine Sekunde schneller von 0 auf 100. Zum 100-200 Messen bin ich so gar nicht wirklich gekommen, weil es heute Nacht schon relativ spät war. Wir sind eine Messung gefahren, da waren wir bei knapp 6 Sekunden schneller. In meinen Augen soweit alles sauber und in Ordnung. Ich denke, der Kunde wird sehr, sehr zufrieden sein mit dem Thema, mit der Abstimmung und mit dem Thema Spritverbrauch. Wir fahren jetzt hier gerade Autobahn, ja, knapp über 100 fahren wir jetzt gerade und haben einen Spritverbrauch von 5,8 Liter. Das klingt soweit alles sehr, sehr gut. Und genau das war auch das, was der Kunde haben wollte oder was der Grund war, warum er das Auto gebracht hat. Ich würde sagen, zum Datenlogger von Q-Starts kriegt ihr noch ein ausführliches Video, auch nochmal ein Unboxing-Video, was alles dabei ist und was es noch für Zubehör gibt. Ich persönlich habe bis jetzt immer mit der Performance-Box von, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, gearbeitet, von RaceLogic, genau. Und ja, ich bin der Meinung, dass die Box hier besser ist oder ein bisschen von der ganzen Handhabung, vom Sehen her, von dem, was man auf dem Bildschirm sieht, doch die bessere Box ist. Aber das ist jetzt so eine kurze Meinung. Ja, die muss man jetzt nicht irgendwo in die Wand nageln. Ich werde da nochmal, wie schon gesagt, ausführlich ein Unboxing machen. Und dann wird man auch vielleicht mal einen Vergleich machen können, wie ist die Genauigkeit mit GPS, mit Antenne, ohne Antenne, gibt es Abweichungen und. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Da könnt ihr gespannt sein, was da noch alles kommt. Was haben wir denn hier noch? 0 auf 100, 400 Meter, 10 Sekunden. Ja, also ihr seht, die Box kann so einiges. Da werden wir noch viel, viel Spaß mit haben. Ja. Mal gucken, Autobahn auf der Gegend. Spur ist relativ voll, also da wird man nachher definitiv nicht über die Autobahn zurückfahren, wenn wir das Fahrzeug beim Kunde abgeliefert haben, sondern da wird man definitiv außen rum fahren. Jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch ein
schönes und erholsames Wochenende. Ich habe noch ein paar Stunden vor mir heute am Samstag und wünsche euch einen schönen Samstagnachmittag. Bis bald. Ciao.